Ja, hallo und willkommen zurück. Das letzte Mal haben wir gesprochen über Spannungsteiler. Dieses Mal schauen wir uns auch wieder Spannungsteiler an, nur nehmen wir diesmal zwei. Okay? Wir machen nämlich eine Schaltung, die schaut so aus. Also hier habe ich einen Spannungsteiler. Darüber habe ich wieder meinen Eingang in den Spannungsteiler. Und dann mache ich noch eine zweite Schaltung, genau daneben dran. Und wieder mache ich einen Spannungsteiler hier. Ja. Da habe ich einen Spannungsteiler und den zeichne ich halt da oben. Das ist ein zweiter Spannungsteiler. Ja. Zwei Spannungsteiler nebeneinander. Hier habe ich die Eingangsspannung. Ja. Die nenne ich jetzt U0. Ja. Dann habe ich hier natürlich wieder die Widerstände R1 und R2. Und weil die schon verwendet sind, die Namen, schreibe ich da einfach R3 und R4. Okay? R3 und R4. Das heißt, da habe ich meinen U1, da meinen U2, da habe ich meinen U3, da habe ich meinen U4. So schaut das aus. Und dann habe ich auch noch die entsprechenden Ströme. Da habe ich mein I, ja, da habe ich mein I1, da habe ich mein I2, da habe ich mein I3 und dann habe ich mein I4. Und es ist auch wieder so, gell, da hier zeichne ich jetzt eine Spannung ein, UA. Die von da nach da her geht. Okay? Ausgangsspannung. Es ist jetzt natürlich so, dass da kein Strom rausrinnt, weil da ist ja offen. Das heißt, I1 und I2 sind gleich und die 3 und die 4 sind gleich. Das sind zwei unbelastete Spannungsteiler nebeneinander. Ja? Und natürlich gilt, weil er hier, jetzt machen wir das schöner, weil er hier eine Gesamtspannung ist, dass U1 und U2 gemeinsam U0 ergeben und U3 und U4 ebenfalls gemeinsam U0 ergeben. Okay? Das ist halt einfach so, weil beide Spannungsteile die Spannung U0 entsprechend ihrer Widerstandsverhältnisse aufteilen. Okay? So, jetzt schauen wir sie an. Nehmen wir da unten eine Masche. Wir haben ja gemacht Maschenregel, gell? Maschenregel haben wir gemacht. Und dann schauen wir sie an, was diese Masche hier aussagt. Masche 1. U2 in Maschenrichtung minus U4 ist UA. Okay? Schauen wir sie das Ganze nur. Da oben machen wir eine zweite Masche. Machen wir wieder in diese Richtung. Das ist die Masche 2 da oben. Was lesen wir da aus? Vor der Masche 2 lesen wir aus U1. Und jetzt habe ich aber minus UA, weil jetzt gehen wir in die verkehrte Richtung. Minus U3. Also da muss ich ja plus ist gleich 0. Ist gleich 0 Volt hier. Ja. Also hier nochmal. Masche 1, tun wir Lattes da. Masche 1, U2. Minus U4 plus UA ist gleich 0 Volt. Da habe ich nämlich schon einen Schritt übersprungen gehabt. Und Masche 2, U1 minus UA minus U3 ist auch gleich 0. Das heißt, mein UA ist gleich. Schauen wir uns das an. Das bringe ich auf die andere Seite. U4 minus U2. Okay. Und hier unten steht, UA ist gleich U1 minus U3. U3. Ja, das ist UA. Ja. Das heißt, wenn U4 und U2 gleich groß sind, sehr logisch, da unten habe ich gleiches Potenzial. Ja, das habe ich aber, sagen wir heute, halt, ich habe da unten 0 Volt Potenzial, dann habe ich hier
ein gewisses Potenzial und hier ein gewisses Potenzial, nämlich hier wird das Potenzial U2, hier wird das Potenzial U4. Und wenn die zwei Potenziale gleich sind, das heißt, wenn U4 und U2 gleich sind, dann habe ich dazwischen keine Potenzialdifferenz. Das heißt, wenn ich will, wenn man will, dass UA gleich 0 ist, was muss dann sein? Dann muss U2 und U4 gleich groß sein. Okay? Alternativ, das kommt da raus. Daraus folgt, U4 ist gleich U2, dann ist UA 0 Volt. Und daraus folgt, wenn U1 und U3 gleich sind, U1 ist gleich U3, dann ist A UA 0 Volt. Ja? Also entweder die zwei Spannungen sind gleich, dann ist UA 0 Volt, oder die zwei Spannungen sind gleich, dann ist UA 0 Volt. Weil es sich aber um einen Spannungsteiler handelt, ja, und die Spannungen aufgeteilt werden, ja, müssen die Spannungen gleichmäßig aufgeteilt werden. Das heißt, wenn die Spannungen hier genauso aufgeteilt werden wie hier, habe ich keine Ausgangsspannung. Das heißt, wenn gilt, dass der Widerstand doppelt so groß ist wie der Widerstand und der Widerstand doppelt so groß ist wie der Widerstand, habe ich da keine Spannung dazwischen. Wenn das, dieses Abstimmungsverhältnis, dieses Abgleich, Brückenabgleichsbedingung heißt das, diese Abgleichsbedingung verletzt ist, dann habe ich hier mehr oder weniger Spannung, und zwar einmal in die eine oder einmal in die andere Richtung. Das heißt, es gilt, wenn R1 zu R2 und der Widerstand zu dem Widerstand im Verhältnis, das Verhältnis dieser beiden Widerstände, genau gleich groß ist wie der Widerstand zu dem Widerstand, R3 zu R4, dann ist UA gleich 0 Volt. Weil dann teilen sich die Spannungen entsprechend den Widerstandsverhältnissen auf, und wenn die gleich sind, sind sie gleich aufgeteilt, und dann sind die gleichen Spannungen alle gleich, und das ist UA ist 0 Volt. Ja? Das heißt Abgleichsbedingung. Und diese ganze Schaltung hier, diese ganze Schaltung, die heißt Brückenschaltung. Und der Wheatstone'sche Brückenschaltung. Ja, Wheatstone hat die entwickelt. Ja, also jetzt, wozu brauche ich sowas? Ja, da kommt null raus. Ja, es ist einfach, denn mit so einer Wheatstone'schen Brückenschaltung, das ist eine Messschaltung normalerweise, ja, und es ist halt einfacher, kleine Sachen zu messen, wie große Sachen zu messen, genauer zu messen. Es ist nämlich einfacher zu messen, ob irgendwas 0 Volt hat oder 0,001 Volt, wie ob irgendwas 1000 Volt hat oder 1000,0001 Volt. Sehr logisch. Ein Millimeter kann ich leicht messen, aber ob das ein Kilometer unter Millimeter ist oder ein Kilometer, ist wieder weniger leicht zu messen. Das ist einfach, je länger, je größer was wird, desto ungenauer kann ich nur messen, weil die Messgenauigkeit relativ zur Messgröße ist. Und wenn ich ganz kleine Messgröße habe, kann ich das sehr genau bestimmen, und um das geht es da. Gell? Wenn das 0 ist, es geht nämlich ums Widerstandsmessen. Wenn diese Abgleichbedingung verletzt ist, das heißt, wenn ich da zwei genaue Widerstände habe und da einen dritten genauen Widerstand und ich hänge da an eine, dann kann ich sehr genau feststellen, indem ich den einen herumdrehe praktisch, ja, bis das 0 ist, schaue ich nur, ob es 0 ist. Ja? Drehe den um und dann, so weit wie ich den Draht habe, da weiß ich dann genau, wie groß der ist. Okay? Weil ich dann eben diese Abgleichbedingung hergestellt habe. Das gehört zum Messen. Wheatstone'sche Brückenschaltung. Es geht eigentlich wirklich nur darum, das ist sehr empfindlich dann. Gell? Sehr empfindlich. Da kann ich ganz genau hinschauen, mit großen Augen, mit einer riesigen Lupe praktisch, weil genau interessiert es mich gar nicht, ob da jetzt 100 Volt sind oder 10 Volt, das interessiert mich gar nicht. Aber es mich interessiert, ob da 0 oder 0,001 Volt da sind. Deswegen kann ich da ganz genau hinschauen, und dann drehe ich das so lang um und um bei dem einen Widerstand, wenn ich zum Beispiel den R3 messen will, drehe ich da rüben um, ganz genau, und dann weiß ich ganz genau,
wann das 0 ist und dann schaue ich mir an, wie weit ich da Draht habe und weiß ganz genau den Widerstand, weil dann weiß ich, der Widerstand und der Widerstand und der Widerstand und der Widerstand müssen sich gleich verhalten, sonst wäre die Abgleichbedingung ja nicht erfüllt. Okay. Das war die letzte Grundschaltung. Ja. Das nächste Mal machen wir schon was anderes. Das war jetzt einmal für die Grundschaltungen unsere Videoreihe, unsere kurze. Gell? Nicht vergessen, Maschenregel, Knotenregel haben wir gemacht, Serienschaltung und Parallelschaltung haben wir gemacht, Spannungsteile haben wir gemacht und jetzt haben wir die Wittstonsche Brückenschaltung. Okay? Diese Sachen, und dazwischen ist immer das Ohmsche Gesetz. Ja? Wichtig, wisst ihr. Diese Sachen sind wichtig. Ja, diese Sachen sollten wir wissen. Für dieses Mal danke ich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.